So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Bloody Platin. Wir haben diese Pokémon dabei und wir gehen einfach mal auf dem Weg in die letzte Stadt zum letzten Orden. Und dazu müssen wir hier entlang gehen, glaube ich, hoffe ich. Es ist glaube ich so. Und es freut mich doch, dass die meisten von euch gesagt haben, oh, ja, kann jedem mal passieren. Natürlich waren einige etwas, wie soll ich sagen, traurig? Nee, ich weiß nicht. Etwas enttäuscht, dass sie den Kampf von Cyrus nicht gesehen haben. Und das tut mir halt nochmal leid. Aber im Großen und Ganzen habt ihr es ganz gut aufgefasst. So, und zwar müssen wir hier entlang, oder? Ja, hier entlang. Und nur mal kurz schauen, was hier so für wilde Pokémon auf uns warten. Oh, ein Vati, nicht schlecht. Obwohl, nee, gar nicht so gut. Ein Gastrodon. Eigentlich ein ziemlich, ja, okayiges Pokémon. Ich will jetzt nicht sagen cool, weil ich finde es eigentlich nicht cool. Moment. So. Ja, noch eins. Level 61. Und ich glaube, irgendwann werde ich mal anfangen. Moment. Irgendwann werde ich anfangen, meine Pokémon so langsam zu trainieren, denn ich bin wirklich etwas underlevelt. Und das ist nicht gerade so gescheit. Ach komm jetzt, geht doch. Nee, nicht nochmal. Gut. So, kämpfen wir mal gegen diese Trainerin. Oder nee, diesen Trainer ist ein Trainer. Und der hat ein Porygon auf Level 76. Porygon 2 sogar. Hammer. Oh, oh, oh mein Gott. Okay, wir sind tatsächlich etwas underlevelt, würde ich mal sagen. Ja, wieso habe ich Nahkampf eingesetzt? Egal, Rizeros, da kommt noch ein Nahkampf hin. Gut, ich gebe mal keinen Kommentar dazu ab. Wir sind ziemlich underlevelt. Wenn diese Gegner schon so hart sind, naja. So, heilen wir uns mal kurz mit Beleber, hier auf Banana und hier auf Milka. Uah, ich muss wirklich mal anfangen zu trainieren, irgendwann mal. Natürlich offscreen, damit ihr das Ganze nicht mitverfolgen müsst. Denn es wird ziemlich langweilig sein, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Kämpfen wir mal gegen diese kleine Göre da. Und die hat einen Miltank. Das sollten wir doch schaffen mit zwei Hammerarmen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Banana, du machst Fortschritte. Und da gibt es uns Team 56. Team 56 ist was? Und zwar ist Team 56... keine Ahnung. Ich will es mir auch jetzt nicht anschauen. Sondern ich will mein Banana heilen. So, gut, Moment. Ah, ich wechsle immer den Gang. Weil ich gewohnt bin, auf den B-Knopf zu drücken. Und wir haben eine Top-Genesung, das ist ganz toll. So. Jetzt als nächstes. Als nächstes, der Polizist kämpft nur abends, oder? Ja, er kämpft nur abends. Gut, wollen wir einen Doppelkampf? Ich glaube, wir wollen kein Doppelkampf, denn Doppelkämpfe sind schwieriger als Einzelkämpfe, finde ich jetzt zumindest. Kingler, ganz toll. Los, Rammstein rein. Genau, sehr gut. Ne, oh, ich wollte Donnerblitz einsetzen. Na gut, so geht es auch. Donnerblitz und besiegt. Als nächstes kommt wer? Lehmbrühe. Nebrie soll es mal erlernen für... Nee, soll es nicht erlernen. Weil, ist etwa das gleiche wie Surfer, halt nur etwas schlechter. Oh, verdammt, das habe ich vergessen. Jetzt wollte ich eigentlich wechseln, aber naja. Ja, so kann man auch wechseln, finde ich.
Hat Feuerschlag, gut, dann setze ich Banane ein. Was? Banane Milk natürlich. Wow. Wow, wow, wow. Gut, Sternhieb. Sehr gut, noch ein Sternhieb und besiegt. Ausgezeichnet, Pelipper kommt als nächstes. Ich lasse mal Banane drin und mach mal weiter mit Sternhieb, obwohl das eine dumme Entscheidung ist. Am Arm ist nicht gerade besser. Er wird dadurch schneller als wir und wir besiegen ihn trotzdem. Haha. Sehr gut, Banane. Sehr, sehr gut. Ich freue mich und ihr freut euch auch, denn. Oh. Ja, ich kann es nicht wiederbeleben. Aber seht ihr, die Pokémon sind tot. Sie sind nicht nur besiegt, weil wenn sie besiegt wären, müssten wir sie nicht beleben, sondern irgendwie halt aufwecken oder so. Oder irre ich mich da? Na egal, ich sag trotzdem nicht mal, sie sind tot, sondern sie sind halt besiegt. Weil das halt so im Fachjargon gesagt wird. Im Pokémon-Fachjargon. Oh, wieso haben alle Wasser-Pokémon? Das ist einfach unfair. Meinem Banane gegenüber. Sternschauer. Sternschauer sollte doch immer treffen, oder nicht? Also auch wenn es gerade als Sprungfeder einsetzt oder so. Oder bin ich da jetzt falsch informiert? Naja, egal. Was kommt als nächstes? Starmie. Wow. Habt ihr auch mal nicht Wasser-Pokémon? Ja, und ich verletze mich natürlich, aber diesmal treffe ich und das reicht nicht. Ganz toll. Ganz, ganz. Mal schauen, ob es Banane schafft. Gut, nee, das sieht nicht ganz so toll aus. Aber wir könnten es trotzdem schaffen. Komm schon, Banane. Komm schon. Ja, geschafft, Banane. Sehr gut. 10 Kopfstoß, ja, so ist mal. Moment. 80 Stärke, 90 Genauigkeit. Ne, Moment. Nein! Verdammt, ich wollte es ihm beibringen. Verdammte Scheiße, jetzt habe ich es ihm nicht beigebracht. Naja, schauen wir mal, was hier drin ist. Hier ist ein Angler. Hallo, ich bin ein Angler. Yeah. Gut, lieber Angler. Das hätten wir auch mal geklärt. Oh, ganz viele Pikachus. Ganz viele Pikachus. Schaut euch das an. Pikachu. Ich hasse Pikachus. Pikachu. Ich versuche Pokémon Champ zu werden. Nur mit Pikachus. Wow. Viel Spaß dabei. Würde ich mal sagen. Nee, das wird doch mal eine coole Challenge. Irgendwie ein Pikachu-Only-Run. Obwohl. Nee, das wäre scheiße. Gut, kämpfen wir gegen diesen Matrosen da. Er hat ein Pelipper. Das greifen wir mal mit Sternhieb an, da wir eine Hydropumpe aushalten. Und jetzt greifen wir mal nicht an, denn er hat uns besiegt. Und wow, verdammt, ist ja auch besiegt. Okay, Tempohieb. Was mache ich? Wow, ich stelle mich gerade echt dumm an. Egal, das ist man nicht anders von mir gewohnt. Gastrodon. Gastrodon bekommt eine Drachenklaue ab. Und einen Feuerroden. So, und jetzt zeigt X, wie gut es ist. Nämlich mit einem Surfer. Verdammt. Ich muss meine Pokémon echt mal trainieren. So kann das nicht weitergehen. So, Beleber. Aber ich nehme nämlich noch 2 Folgen auf und dann nämlich werde ich wahrscheinlich meine Pokémon trainieren. Also noch diese Folge und dann noch eine. Und dann trainiere ich halt meine Pokémon. Weil, ja, so kann das nicht ewig weitergehen. Sie sind viel zu underleveled. Und dann hole ich mir wahrscheinlich auch mein drittes Pokémon. Ja, das war ganz toll von mir. Banane. Amram. Sehr gut. Ex erreicht Level 41. Rebutak. Besiegen wir mit. Nein, ich dachte schon, er ist tot nach einem. Besiegt nach einem
Hammerarm ist aber nicht gut. Guillotine, wow, ganz ruhig, junger Mann. So, und damit ist er auch besiegt. Was können wir noch machen schnell in diesem Part? Und zwar holen wir uns dieses Item schnell. Oder haben wir Zerschneider dabei? Komm schon, Taubos kann Zerschneider lernen, oder? Taubos, enttäusch mich nicht, du kannst Zerschneider lernen. Gut, nein, kann es nicht. Gut, wir sehen uns an dieser Stelle wieder und mit gehaltenen Pokémon und so. Also bis zum nächsten Part. Man sieht sich, Leute, bis dann.